Spätestens seit der Netflix-Verfilmung Inventing Anna kennt jeder Anna Sorokin. Jahrelang belog die angeblich deutsche Millionenerbin Anna Delvey die New Yorker High Society und lebte dadurch ein exklusives Luxusleben. Dafür musste Anna Sorokin 2019 ihre Haft in den USA antreten. Trotz frühzeitiger Entlassung wurde sie vor 17 Monaten dann erneut wegen fehlenden Visums inhaftiert. Doch nun wird Anna Sorokin aus dem Gefängnis entlassen, mit gewissen Auflagen. Neben einer Kaution in Höhe von $10.000 soll Anna unter Hausarrest stehen, welcher elektronisch überwacht wird. Außerdem darf sie keine Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter, Facebook und TikTok nutzen. Es war die richtige Entscheidung. Sie wurde seit 2017 nicht mehr beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben, so Annas Anwalt John Sandwick. Vor allem das Social-Media-Verbot wird für Anna eine echte Herausforderung, denn sie besitzt allein auf Instagram mehr als 1 Million Follower. Sie wird sich an die Entlassungsbedingungen halten müssen, die sowohl vom New York State Parole Board als auch von den Einwanderungsbehörden auferlegt werden. In Verbindung mit ihrem Status als Person des öffentlichen Lebens wird es für sie besonders schwierig sein, einer Entdeckung zu entgehen, lautet das Urteil von US-Einwanderungsrichter Charles Conroy.